Moin zusammen, willkommen bei einer neuen Folge von Betreute Schrauben. Heute mal mit einer Sfera von Piaggio oder Vespa. Die hatten wir schon mal komplett auseinandergenommen. Die ist nicht mir, sondern von der Svende, die uns oder mir heute auch dabei hilft, die auseinanderzunehmen. Und wir haben immer noch ein bisschen Probleme damit, auf Geschwindigkeit zu kommen, beziehungsweise eine Ampel, wenn man wieder anzieht, dann will sie nicht so richtig. Ich sorge jetzt erstmal dafür heute, dass die Spritversorgung ordentlich funktioniert. Das heißt, wir tauschen den Spritfilter tauschen wir heute mal aus. Und wenn das nicht hilft, dann müssen wir nochmal an den Vergaser. Den haben wir schon mal Ultraschall gereinigt. Also eigentlich sollte der so arbeiten, wie er arbeiten kann. Er kann jetzt nur noch an der Düsenstellung irgendwie liegen, dass da irgendwie die Karre zu fett läuft. Ich gucke mir gleich die Zündkerze nochmal an. Ja, und wie das funktioniert mit dem Benzinhahn, das schauen wir uns heute mal an. So, was wir jetzt als allererstes machen wollen, weil wir natürlich an den Tank wollen und der Spritfilter ist logischerweise an der niedrigsten Stelle des Tanks, damit man den kompletten Tankinhalt nutzen kann, machen wir uns den Tank erstmal leer. Ich habe mir dafür mal, auch für andere Sachen hier mal so eine Pumpe gekauft. Schön manuell, ne? Nichts mit elektrisch. Die Durchflussrichtung ist hier angegeben, ne? Hier ist ein Pfeil, der zeigt von grün nach rot. Das heißt, grün ist die Hoffnung, die kommt quasi oben rein. Die Bank hatte ich schon mal aufgemacht. Machen wir mal auf. Stecken den Rüssel da mal rein. Ich weiß nicht, die Form des Tanks müsste es eigentlich erlauben, dass man den komplett leer macht. Jetzt gucken wir mal, ob das hier funktioniert. Ja. Also ich weiß nicht, ob man es hören kann. Ich höre es jedenfalls. Es ist ja so, man muss ja eigentlich nur anfangen zu pumpen und der Rest läuft von alleine raus, weil der Tank unten tiefer steht als... war ich auf dem Tankboden hier? Der Tank unten, wo wir es reinpumpen, der Reservekanister tiefer steht als oben der Tank. So, jetzt habe ich hier schon... ich komme da aber noch... deutlich weiter rein, merke ich gerade. Ja. Ich bin nicht ganz sicher, ob hier noch was läuft. Da läuft nichts. Also ich glaube, Sven hat gesagt, der Tank war halb voll. Ich weiß nicht, was passt rein. 5,5 Liter oder so. Schmatz, schmatz. Also man kann jetzt hier natürlich mit dem... da kam noch was. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wo ich da unten angelangt bin. Ne? Da ist ja keine Kamera dran, das ist ja kein Endoskop, sondern einfach nur ein Schlauch. Ein bisschen kommt scheinbar noch, weil ich nehme jetzt immer wieder ein bisschen Luft mit. Ne? Wenn ich hier Luft mitnehme, bildet sich hier keine Flüssigkeitssäule. Und wenn sich keine Flüssigkeitssäule bildet, dann kann natürlich auch hier dieser Schwerkrafteffekt, dass der Sprit dann einfach weiterfließt, der funktioniert dann nicht mehr. Das heißt, ich gehe jetzt einfach mal hier hin. Aber sehen tut man hier natürlich gar nichts, weil es einfach zappenduster ist. Das ist Luft. Da ist noch ein bisschen Sprit. Also ich komme auch nicht weiter rein. Was ich jetzt, ne, wenn ich unten angekommen bin, verbiegt sich der Schlauch einfach, klar, weil ich den dann einfach in eine Kurve drücke. Jo. Ich sag mal, ich bin fertig. Ziehen wir den wieder hier raus. Leer ist er ja. So. Tuch bereitlegen, ne? Ganz wichtig. Und dann machen wir uns das alles mal ein bisschen trocken hier. Und das nächste, wichtig ist hier natürlich auch Kanister zu machen. So, wie viel ist es? Ja, es ist gar nicht so wenig. Also der Stand geht jetzt ungefähr hier vorne, ist gerade eben an dem Tankstellenmarkenzeichen hier gesehen. Quasi genau bis in die Mitte hier. Ja, so viel haben wir jetzt hier rausgepumpt. Es sind 5 Liter. Das heißt, ich gehe davon aus, dass das jetzt hier 3,5, maximal 4 Liter waren. Sind wir fertig, wischen uns den Rest vom Benzin hier ab und dann bauen wir mal auseinander. So, wir fangen jetzt mal an, hier die Sfera auseinander zu schrauben. Dazu braucht man eigentlich nur zwei Tools, und zwar einen 10er Maulschlüssel und einen Kreuzschlitzschraubendreher. Da in den Sferas generell sehr viel gebastelt wird, ist es aber meistens so, dass die Schrauben entweder fehlen, wie hier zum Beispiel, oder die falschen sind. Das heißt, es könnte sein, dass ihr noch anderes Werkzeug braucht. Das seht ihr dann natürlich, wenn ihr eure Sfera auseinandernehmen wollt. Wichtig ist jetzt die Reihenfolge. Ja, die Reihenfolge ist, Bank erstmal auf, ja, dann nehmen wir uns dieses Plastikstück hier vorne ab.
Das ist normalerweise mit zwei Schrauben hier oben an dem Helmfach festgemacht. Also eine hier hinten und eine hier. Das sind normalerweise Kreuzschlitzschrauben. Die fehlen hier beide schon. Erspart uns jetzt, dass wir die rausdrehen müssen. Dann gibt es eine Schraube hier hinten, die das Helmfach quasi mit diesem Teil verbindet. Das ist normalerweise eine Bundschraube, die man auch mit einem 10er Maulschlüssel aufmacht. Ist jetzt hier eine Kreuzschlitzschraube. Weil als wir das letzte Mal aufgemacht haben, ich diese Bundschraube dann, glaube ich, irgendwo anders reingedreht habe. Und deswegen ist hier oben eine Kreuzschlitzschraube reingekommen. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal hier rum. Weil ich ja Rechtshänder bin, fange ich dann hier mal an. Hier ist auch eine Bundschraube, sehe ich gerade. Aber halt Kreuzschlitz und nicht Sechskant. So, können wir uns hier alles schön auf die Bühne legen. Also ne, normalerweise wären hier hinten und hier hinten Kreuzschlitzschrauben drin. Fehlen alle. Das heißt, das Einzige, was dieses Teil hier hält, das ist hier eingeklickt in so eine Gummihalterung. Und vorne, wie gesagt, ne, die Schraube habe ich gerade rausgedreht. So, jetzt können wir uns das einfach hier abnehmen. Das macht es wirklich sehr praktisch. Legen wir es mal beiseite. Und jetzt machen wir uns erstmal, also die Backen sind quasi hier hinten verbunden mit diesem Teil. Es ist sehr oft passiert, das habe ich bei vielen Rollern gesehen. Ich habe selber eine Sphäre noch hier in dem gleichen Rot stehen. Die Leute versuchen dann die Backen abzuziehen. Das hier ist aber gesteckt. Das heißt, dieses Heckstück verbindet die beiden Backen miteinander. Und deswegen muss man dieses Heckstück zuerst abnehmen. Hier kommt jetzt eine sehr lange Schraube raus mit einem Distanzstück, einer Unterlegscheibe, die eigentlich nur dafür sorgt, dass dieses Teil nicht fliegen geht. Jetzt ist es wichtig, zieht es nach oben ab und zieht es raus. Ja, ich halte euch das mal hier hin. Ihr seht das hier. Hier ist eine Nase. Die ist auf der einen Seite schon abgebrochen, weil es eben jemand falsch versucht hat auszubauen. Ja, diese Nasen greifen dann hier in die Backen rein. Hier ist es schon komplett ausgerissen, weil es eben jemand nicht gecheckt hat, wie es funktioniert. So, hier hinten haben wir jetzt mal endlich eine Originalschraube am Originalplatz. Wahnsinn. Das ist einfach hier 10er Nuss. Machen wir uns hier raus. Auf der anderen Seite ist es auch eine Bundschraube, allerdings nicht mit Kreuzschlitz, aber hier mit dem 10er arbeiten funktioniert das aber. So. Genau, dann wichtig, habe ich eben auch schon gesehen, fehlt hier auch. Also leider, beziehungsweise müssen wir uns nicht rausmachen. Hier ist eine Kreuzschlitzschraube. Ja, die sparen wir uns jetzt, weil sie ist nicht da. Die zweite Schraube auf der Seite, die man rausmachen muss, befindet sich hier unten am Trittbrett, also beziehungsweise an der Sozius-Fußraste. Das ist auch eine 10er zu lösende Bundschraube hier. Das sind die Original-Sphäraschrauben, so sehen die aus. Um die Backe abzunehmen, muss man die Sozius-Fußraste nach außen klappen. Wichtig, weil sonst klappt es einfach nicht. Jetzt ist hier oben noch eine Schraube, auch eine 10er. Alles 10er. Also wie gesagt, wenn ich hier mit der Knarre arbeite, dann könnt ihr euch sicher sein, dass das alles 10er Schrauben sind. Beziehungsweise für 10er Nüsse. So, jetzt kommt mir die Backe hier schon ein bisschen entgegen. Wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, kann ich diese Backe jetzt hier abnehmen. Mal schauen. Genau, bei Svende ist es ein Spezialfall. Bei einer Backe geht es noch. Wenn ich die zweite Backe abnehme, rutscht uns das Rücklicht runter. Warum rutscht es runter? Es gibt sehr, sehr lange Schrauben, mit denen das Rücklicht hier am Fahrgestell, also wirklich am Rahmen festgemacht ist, die fehlen. Ich habe jetzt in meiner Kiste auch sowas nicht gefunden. Und aus dem Grund, ja, muss ich gleich mal aufpassen oder Sven, der hält mal fest, ich weiß es nicht. So, ich ziehe mir die Backe jetzt hier ab. Ah, stark. Das funktioniert ja wie geplant. Das funktioniert ja nicht in allen Videos wie geplant. Heute funktioniert es wie geplant. Ich nehme mein Werkzeug nochmal mit rüber. Das heißt, wir sind wieder auf der anderen Seite. Ne? Hier hatten wir schon losgemacht. Jetzt haben wir hier, wo auf der anderen Seite die Kreuzschlitzschraube gefehlt hat, ist hier eine drin. Das heißt, die machen wir uns mal raus. So. Das ganze Sammelsurium wächst jetzt hier schon an Schrauben. So, jetzt hier dieselbe Geschichte. Sieht man jetzt auf dem Video nicht. Sieht man von der anderen Seite. Da habe ich euch gerade gezeigt. Sozius-Fußraste rausklappen. Und dann ist hier unten noch eine Schraube, ne, die quasi direkt diagonal unter der Sozius-Fußraste sitzt. Drehen wir uns auch raus. Ist schon raus. So, jetzt hängt die Backe hier noch ein bisschen unter diesem Zusatz-Trittbrettverkleidung. Ich klappe mal ein bisschen hoch. So, und jetzt ist das, was ich gerade gesagt habe, passiert jetzt hier. Ich nehme die Backe mal ab, lege mir die mal hier oben drauf. Und das Rücklicht, ne, ist normalerweise, das sind die beiden Schraubführungen dafür, ist normalerweise daran fest. Ja.
Ja, es möchte jetzt aber nicht mehr da bleiben, wo es eigentlich hingehört. Ich hänge es jetzt hier ans Kabel. Sollte man normalerweise nie machen. Nie irgendwelche Sachen an irgendwelche Kabel hängen. Ich habe es hier schon ein paar Mal gemacht, deswegen, das Licht funktioniert immer noch, die Blinker auch. Und deswegen sage ich an der Stelle, ja, das scheint, das ist qualitativ eh so gut gebaut hier, das Moped, das fällt eh nicht auseinander. Kann man das hier auch mal hängen lassen. So, das heißt, wir haben die jetzt erstmal ein bisschen nackig gemacht. Ich gucke jetzt mal, ob man schon sehen kann, wo wir hin wollen. Und zwar wollen wir hier hin. Was haben wir gemacht? Wir haben jetzt viel mehr abgebaut, als wir eigentlich hätten abbauen müssen. Naja, gut, ist aber auch nicht schlimm, ne? Also besser arbeiten kann man dadurch jetzt nicht, dass wir die linke Seite aufgemacht haben. Aber einfach mal, um es zu zeigen, kann man es ja mal machen, weil ich fand es wichtig zu zeigen, wie es hier hinten eben zusammen ist, damit ihr, wenn ihr eine Sphäre habt, wo dieses Teil hier noch heile ist, dass ihr euch das nicht kaputt macht, wenn ihr das erste Mal auseinanderbaut. So, das zum Verkleidung abbauen, damit wir hier mal arbeiten können. Und jetzt schaue ich mir mal an, dass ich mir mal ein Gefäß hole, damit wir diesen Kerl hier da schmierfrei, ohne uns hier alles mit Benzin zu versauen, falls noch Benzin drin ist, dass wir den hier mal rausbekommen und dann mache ich das mal in einem anderen Take, damit man das hier besser sieht, was ich daran arbeite. So, jetzt haben wir hier mal einen Close Shot von der Arbeitsstelle, wo wir jetzt was machen. Also das hier ist der alte Benzinhahn. Also das ist sowohl Benzinhahn als auch Spritfilter. Ich habe jetzt hier den neuen. Ich packe den mal gerade aus, dann kann man das besser sehen. Das heißt, das ist der neue Hahn. Das heißt, der Hahn ist hier. Der Hahn ist jetzt hier ein bisschen gedreht. Wir haben hier den, ich weiß nicht, in welcher Kamera man es besser sehen kann, wir haben jetzt hier unten den Schlauch, der an den Vergaser geht. Da kommt Unterdruck dran. Das heißt, sobald der Motor läuft, wird hier Unterdruck erzeugt und der Sprit läuft. Wenn der Motor aus ist, fließt hier oben kein Sprit mehr. Also das ist Unterdruck und das ist Sprit. Und das steckt hier im Tank drin. Das ist so ein ganz, ganz feines Plastiksiebchen. Und das filtert eben den Sprit, der reinkommt. Ich bin gespannt, was jetzt hier rauskommt. So, als allererstes, ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob der Tank komplett leer ist. Ja, Sprit ist an sich nicht gefährlich, aber ich möchte ihn natürlich nicht überall auf der Bühne hier haben, weil ich dann alles putzen muss. Das heißt, ich lege mir jetzt mal ein paar alte Lappen hier drunter. Ich habe eben schon mal im Trockenversuch getestet und habe herausgefunden, dass diese Schraube hier oben, das ist quasi hier ist eine Schelle drauf. Und diese Schelle ist gesichert mit einer Schraube, die hat sowohl einen Schlitz als auch einen Sechskant. Ich würde das hier nicht, also wenn ich eins hasse, sind Schlitzschrauben. Ich würde es hier probieren, mit dem Sechskant zu machen. Ne? Also wenn ihr so ein 5,5er, also 5,5 mm Sechskant habt, probiert es mal aus. Ich drehe jetzt hier mal auf. Ganz vorsichtig. So, das heißt, die Schelle, so, jetzt kann man es hier sehen, ne? Die Schelle ist jetzt lose. Warum kommt das nicht raus? Das ist gepresst. Ne? Der Tankstutzen, also was heißt der Tankstutzen? Das Plastikteil, was unten am Tank dran ist, das ist ein bisschen enger als dieser Filter hier. So, man kann jetzt hier sehen. Ich bin gespannt, ob jetzt hier Sprit kommt, ich weiß es nicht. Ja, uah, war es das eine Brühe? Meine Güte. Ja, okay. Ich ziehe ihn jetzt hier mal ganz vorsichtig raus. Also ich bin überrascht, muss ich gerade sagen, weil ich wusste nicht, wie viel von dem Sprit wir absaugen konnten mit dieser manuellen Pumpe. Hier ist höchstens noch, also wirklich ein halbes Schnapsglas, sage ich jetzt mal, rausgekommen. Das ist nichts. Also das finde ich cool. Das ist richtig geil. Jetzt tropft hier natürlich noch ein bisschen. So, das heißt, was wir jetzt natürlich machen müssen, ist diesen Spritschlauch abziehen. Den habe ich schon mal neu gemacht. Boah, jetzt tropft mir hier der Sprit auf die. Am besten wäre es natürlich, wenn wir jetzt hier was reinstecken würden. Sven, du kannst mir bitte mal ganz kurz eine Schere geben. Die hängt hinten am Werkzeugbrett. Die blaue, unter der Lampe. Weil dann falte ich mir hier mal was und dann. Super, danke schön. Dann falte ich mir hier mal was und stopfe das einfach mal da rein, während ich hier unten arbeite. Dann muss ich da nicht immer drauf achten, ob da gerade ein Sprittropfen steht. Der Lappen darf natürlich jetzt nicht da unten drin verschwinden. Warte mal, wo haben wir denn was hier? Improve Everywhere. So, nehmen wir mal hier so eine Viertelzoll Verlängerung und quetschen uns das da mal rein. Sehr gut. Oh, das sieht da schön aus.
So, jetzt, wenn wir, die Sache ist die, wenn wir das jetzt hier sauber gemacht haben, können wir uns die ganze Lappengeschichte hier wieder wegnehmen. Dann sehen wir auch, was hier passiert. So, perfekt. Das ist sehr, sehr gut. Legen wir uns hier hin. Schönes Bild, muss ich sagen. Ja, die Lappen dürfen noch nicht ganz weg, weil der Spritschlauch hier, der steht noch voll mit Sprit, sehe ich gerade. Den habe ich mal erneuert. Ich ziehe mir erstmal meine Uhr aus. Warum? Da habe ich eigentlich immer meine Uhr an, wenn ich irgendwas machen will. So, dieser Spritschlauch steht noch voll mit Sprit, logischerweise. Das heißt, wenn wir den jetzt abmachen, ja, gut, dass ich die Tücher nicht zu weit weggetan habe. Svenne grinst, weil sie gerade die Tücher fast schon in der Hand hatte. So, das heißt, wir ziehen hier den Benzinschlauch ab. Der ist nicht mit einer Schelle gesichert. Ich muss gleich mal gucken, ob ich noch eine Schelle habe. Wir lassen uns den hier mal leer laufen, den Spritschlauch. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil der hier sehr weit nach unten muss. Kommt da noch was? Ist er leer? Ich guck mal gerade. Ich glaube, er ist leer. Ne? Also, wenn ihr Schläuche am Roller wechselt, hier sieht man das schön. Ich weiß nicht, kann man sehen, Sven, sieht man das? Es gibt hier so winzige Schellen. Ne? Die sind auch mit Sechskant. Also diese ganze Kreuzschlitz- und Schlitzkacke, auf Deutsch gesagt, Entschuldigung, das bringt nichts. Ne? Das hier ist auch wahrscheinlich dann 5,5 oder 6 mm. Da könnt ihr wunderschön, wie ich das eben gemacht habe, hier einfach mit einer Nuss auf dem Schraubendreher, wenn ihr so einen Kasten habt, könnt ihr die auf und zu machen. Und sowas empfehle ich euch. Ich schaue gleich mal, ob ich davon noch welche habe. Ein Kumpel von mir, der Benny, der fährt auch eine rote Sphäre. Das heißt, wir haben drei rote Sphäras, die Sphära-Gang. Der hat mir diese Schellen mal mitgegeben, deswegen habe ich bei der Svenne hier eine verbaut. Aber nur vorne, nicht hinten. Ja, da brauchen wir wieder die halbe Arbeit. So, das mal dazu. So, jetzt ist der Spritschlauch leer. Und jetzt ziehen wir uns hier unten, wo auch keine Schelle dran ist. Aber den hatte ich nicht in der Hand, das war ich nicht. Ziehen wir uns hier unten mal den Unterdruckschlauch ab. So, hier spritzt noch ein bisschen, weil der natürlich oben in dem Siebchen noch ein bisschen Sprit drin hatte. Das heißt, das lassen wir jetzt alles mal hier rauslaufen. Kommt da noch was? Nö, der ist leer. Gut, das ist der alte. Also er sieht jetzt so schlimm nicht aus. Ne? Was man natürlich nicht sieht, ist, wie er innen drin aussieht. Und wie er innen drin aussieht und was man auch nicht sieht, ist, funktioniert die Membran noch ordentlich? Ne? Also wenn die Membran, die Membran ist quasi hier unten drin, das heißt hier ist ja der Unterdruckanschluss. Und wenn hier Unterdruck anliegt, dann zieht sich diese Membran nach unten, dann fließt hier der Sprit. Wenn das nicht mehr ordentlich funktioniert, fließt halt nicht genug Sprit. Ja, das zu messen ist ja töricht. Ne? Dann baut man sich so einen neuen Hahn ein. Was hat der gekostet? 10 Euro. 10 Euro. Also das sollte man dann dafür irgendwie mal ausgeben. Und das machen wir heute. Wie gesagt, er sieht oben nicht so schlimm aus, wie ich dachte. Was soll ja auch passieren? Ne, aber hier unten ist irgendwie, naja, kann man jetzt drüber philosophieren, müssen wir nicht, wir bauen jetzt einfach einen neuen ein. Und bevor wir das tun, suche ich mal die Schellen und dann gucken wir mal, ob wir dann mit Schellen diese Schläuche wieder festmachen können hier. So, ich fange mal gerne mit so meine Takes an. Also, so. Ich habe jetzt mal gerade eben geschaut, ich habe leider keine Schellen mehr. Blöd. Das heißt, wir müssen diese Geschichte jetzt ohne Schellen hier installieren. Ja, gelitten, ne? Ich frage mich gerade, wie es am besten ist. Wahrscheinlich ist es am besten, es wieder so zu montieren, wie ich es demontiert habe. Also wir machen den Unterdruckschlauch wieder hier unten drauf. Boah, der ist auch schon ganz schön hart. Ah, plöpp. Ja, das ist ja irre, ne? Also er passt drauf wie, ja, wie soll man das sagen? Wie ein Stecker eigentlich eher. Gar nicht wie ein Schlauch, der sich gleichmäßig aufschiebt, sondern wie so ein Stecker, der dann da einrastet an der Endposition. Ich kann jetzt hier nichts anderes machen. Sven hatte das gerade schon vorgeschlagen. Wir nehmen einfach Kabelbinder. Ne, muss man dazu sagen, Kabelbinder ist das falsche Tool. Ja? Weil ein Kabelbinder übt hier keinen echten Druck aus, weil man den eben, ja, man zieht den hier zwar fest mit Muskelkraft, aber na, das ist alles nicht das Wahre. Macht bitte Schellen dran, ja, wenn ihr welche habt. Ich werde das nächste Mal, wenn wir hier irgendwas dran machen, ja, weil das hier nur ein Provisorium ist, obwohl man kennt ja den Spruch, Provisorien halten angeblich ja am allerlängsten, auch normale Schellen drauf machen. Ich mache jetzt Kabelbinder drauf und hoffe, dass das funktioniert. So. Der Spritschlauch, boah, meine Güte, du. Also, der ist aber auch schon so fest da drauf, dass wenn man das fühlt hier, dann muss man gar keine Angst haben, dass der am Fliegen geht. Klar, der Roller vibriert. Ne, der Schlauch wird warm und so weiter. Ne, man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass diese Situation, die wir jetzt hier haben, immer so bleibt.
Deswegen nochmal, macht Schellen dran. Ah, den kann man hier richtig bombenfest ziehen. So, knippen wir uns immer auf. Hey, zapp. So, jetzt ziehen wir uns unseren schönen Docht hier oben wieder raus. Ich nehme aber nochmal ein Tuch dabei, falls das was nachläuft. Dürfte eigentlich nicht. Ja, tut's ja nicht. So, und jetzt, wichtig, ne? Das dürft ihr nicht beschädigen hier. Ne? Biegt das nicht. Biegt dieses Röhrchen nicht. Das heißt, das Röhrchen wirklich hier, wirklich mit Luft am besten hier rein. So, jetzt kommt hier der, Mann, das geht ja, das ist ja unglaublich. Wie im Fernsehen. So, jetzt nehmen wir unseren 5-5er. Wo ist er jetzt? Habe ich ihn irgendwo weggetan? Moment, das ist der 7er. Ich habe eben noch ein paar andere Stellen hier auf und zu gedreht. Oh, ich habe den 5-5er wieder an seine Stelle getan. Mann, bin ich ordentlich. So. Lag im Nusskasten. Jetzt ziehen wir uns die Schelle hier gerade. Ne? Gucken, dass der hier wirklich auf Press hier unten an dem Tank anliegt. Ne? Dass hier kein Luftspalt mehr ist. Ihr dürft diesen Rand hier, der ist hier auch sauber. Das ist das perfekte Beispiel. Der Rand ist deswegen sauber, ja, weil da kein Regen und kein Spritzwasser hinkommt. Das heißt, dieser Rand muss komplett hier unten im Tank sitzen. Ne? Das heißt, drückt die Geschichte hier einfach so weit rein, ne, wie es geht. Dann passt das und dann sieht das dann nachher, wenn man es wieder ausbaut, wenn der dann mal dreckig ist, genauso aus wie er hier. Und das passt dann. So, jetzt schrauben wir uns das hier wieder fest mit unserem 5-5er. Ich rede immer so viel von Drehmomenten, ne? Was das hier für ein Drehmoment ist, ich habe keine Ahnung. Das ist eine recht hochwertige Schelle. Ja, das heißt, hier, wir haben hier hinten ein Rundstück mit einem Innengewinde. Ja, also wirklich ein Stück Material. Das ist nicht nur ein Stück Blech, wo einfach drei Gewindegänge drin sind, sondern hier sind ja mindestens mal, das ist ja Feingewinde, hier sind mindestens mal 10 Gewindegänge drin. Deswegen habe ich da jetzt keine Angst, dass ich mir was kaputt drehe. Natürlich sollte man es nicht zu fest machen. Das reicht. Das reicht locker. Zieht dran. Zieht dran. Was passiert? Ich ziehe das Moped fast von der Bühne. Also reicht. Wir fangen jetzt wieder an, das Moped zusammenzustecken. Ganz einfach. So, jetzt bauen wir die Verkleidung wieder zusammen, beziehungsweise bauen die Sphäre wieder zusammen, indem wir die Verkleidung anbauen. Ich habe jetzt hier noch eine Schraube gefunden, ah, die sind so klein. Das sind quasi diese hinteren Schrauben, die Backen festhalten. Das ist die Originale und das ist jetzt die hier, die ich da denke, dass sie passt. So, sieht man das? Und ja, jetzt fangen wir wieder an in umgekehrter Reihenfolge. Da ich jetzt hier auf der rechten Seite stehe, habe ich denn hier das richtige, nein, witzigerweise habe ich hier das linke Teil. Ah, ja, Svende, vielen Dank. So, das tue ich mir jetzt aber auch mal runter hier. Und zwar schon mal dahin, wo es hin soll. Das macht es ein bisschen einfacher. So. Das heißt, die Fußraste für den Sozus ist ja noch ausgeklappt. Ja, so könnte man es probieren. Wird man schnell feststellen, dass es nicht passt. Wieso ist die Schrift falsch rum? Ah, deswegen. Also, ja, gut, Rücklicht. Das Rücklicht muss natürlich jetzt hier wieder dran. Mal gucken, warte mal. So, Sven, willst du es festhalten? Das wäre klasse. Dankeschön. So, dann setzen wir uns das hier mal auf. Wie gesagt, hier ist es so, ich muss hier über die Sozius-Fußraste. Man merkt das recht schnell, also das geht auch gut. Ich mache mir das jetzt hier oben mal mit einer Bundschraube fest. Die ist zu kurz. Ne, die ist nicht zu kurz. Die funktioniert. Das ist jetzt eine von den Schrauben, die ich gefunden habe. Wo habe ich mir jetzt meine Knarre hingelegt? Da ist sie. Immer schön, wenn man die Knarre dann von Aufdrehen auf Zudrehen stellen kann, weil dann weiß man, es geht dem Ende zu. So, jetzt kommt hier unten auch eine Bundschraube dran. Jetzt sitzt die Backe hier auch. Achtet drauf, ne, dass die Verkleidung hier übereinander liegt. Sonst verspannt ihr euch das. Jetzt muss ich mal gucken, ob hier auch so eine kurze reicht. Das wäre natürlich schön, wenn ich die langen für was anderes aufbereiten könnte. Ob die jetzt packt oder nicht. Ja, die packt stark. Das heißt, hier unten können wir auch eine von den Fundstückschrauben draufdrehen. Das passt. So, jetzt haben wir die Schraube, die wir noch gefunden haben.
Die haben wir jetzt noch, jetzt habe ich gerade vergessen, ne, ich hätte einfach mal Sven da fragen sollen. Die hätte mir gesagt, Gunnar, der Schraubendreher liegt doch hier, du Depp. So, das heißt, wir drehen uns hier unten die Kreuzschlitzschraube wieder rein. So, klappen dazu und haben diese Backe jetzt montiert. Ergo gehen wir auf die andere Seite, wo ich die andere Backe schon beigelegt habe. Auch ein schöner Zweirad-Feldaufkleber drauf. Zweirad-Feld. Das kommt aus St. Augustin, da habe ich früher mal gewohnt. Das war der Fahrradladen, wo man hingegangen ist. Die sind jetzt irgendwie aufgekauft worden von so einer riesen Kette. So, jetzt ist hier noch das Kabel vom Rücklicht. Das müssen wir uns natürlich jetzt wieder hier reinlegen irgendwie. Wichtig ist, oh, ich sehe es gerade, das hat Sven natürlich gerade hier eben gemacht und nichts gesagt. Wichtig ist, es gibt hier zwei Führungen. Ja, das heißt, ihr habt hier an der Backe genau so eine Nase, ne, also so eine Nase, wie hier. Das heißt, die geht hier in das Rücklicht rein. Ne? Ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann. Ne, hier kann man es auf gar keinen Fall sehen. Hier ist einfach ein Schlitz. Ne? Und da geht diese Führung rein. Die hält das Rücklicht noch mit fest. So, jetzt kommt hier oben wieder eine Bundschraube rein. Ich nehme jetzt einfach alle kurzen. Da habe ich die kurzen Schrauben los. Hat Sven da alle meine kurzen Schrauben? Darf ich die lang behalten? Super. So. Ne, festdrehen. Das Gute bei den Bundschrauben ist einfach, ach Mist, jetzt muss ich gleich eine lange nehmen. Oder haben wir noch welche? Ah, da sind noch tonnenweise hier, meine Herren. So, das Gute bei diesen Bundschrauben ist eben, dadurch, dass sie diesen Bund haben, was ihnen den Namen gibt, läuft man hier nicht Gefahr, sich das Plastik kaputt zu drücken. Genau dafür ist dieser Bund ja da, dass man, selbst wenn man die Schraube dann zu fest anzieht, sich das Plastikteil, was die Bundschraube festigt, nicht kaputt macht. So, das heißt, der Bund liegt jetzt schon auf und das Plastik wird nicht kaputt gedrückt. Jetzt können wir hinten, meine ich, ja, können wir auch, können wir dieses Teil wieder aufsetzen. Es hat ja nur noch eine Nase hier auf der rechten Seite. So, dann haben wir hier diese lange Inbusschraube mit der Unterlegscheibe. Die Unterlegscheibe, ne, ist einfach nur dafür da, ne, das hier festzuhalten. Die kann hier nicht durch. Ne? Das heißt, die drückt dieses Teil hier fest. Dann haben wir hier unser Distanzstück, was hier unten drauf steht, steckt das einfach zusammen. Ja, das ist für den Heckgepäckträger. Wenn ihr einen Gepäckträger habt, meine hat einen Gepäckträger, dann hält dieses Teil eben einen Teil des Gepäckträgers. Deswegen ist das hier so ausgeführt. Man denkt so, warum ist denn hier an diesem kleinen Teil so eine riesen Schraube dran? Nee, klar, ne, das ist nicht dafür, weil das kleine Ding hier so schwer ist, dieses Lackteil, sondern dafür, wenn ihr einen Gepäckträger habt, dann hält euch das den Gepäckträger fest. Kann man ja auch mal dazu sagen. So, das heißt, wir ziehen uns das hier wieder fest. Ja, nochmal hier durch das Distanzstück haben wir denselben Effekt wie bei der Bundschraube. Ne? Selbst, wir haben hier, Mensch Gunnar, sortiere dich mal. Wir haben hier diese Unterlegscheibe drauf, ne? Und wenn ich kein Distanzstück hätte, könnte ich diese Schraube hier natürlich so weit durchdrehen, bis mir irgendwann die Unterlegscheibe hier das Teil zerquetscht. Ne? Das wird hierdurch verhindert. Es wackelt auch noch. Ne? Das heißt, die ist schon fest, die will ich nicht fester ziehen. Und hier wackelt es noch ein bisschen. Es geht nur darum, dass das nicht nach oben rutscht und rausfallen kann. Ne? Und was anderes macht diese Schraube hier überhaupt nicht. So, jetzt können wir uns unser Plastikteil wieder einsetzen. Also das vordere Plastikteil, was vom Trittbrett hier über das Helmfach nach hinten geht. Das ist hier immer ein bisschen knifflig. Da muss man die Bank mal ein bisschen abkippen und dann kann man die wieder aufmachen. So, wichtig ist jetzt, ich habe an dem Plastikstück hier, was ich in der Hand habe, an dem grauen, da sind Nasen dran. Und diese Nasen passen hier in die Verkleidung. In der Verkleidung sind wieder Aussparungen, also in der Backenverkleidung sind wieder Aussparungen drin. Und ich hatte ja gesagt, die Schrauben hier fehlen, ich mache die jetzt auch nicht rein. Ne? Weil das Teil war da, wenn die Bank unten ist, wird dieses Teil ohnehin von der Bank angedrückt. Das heißt, wenn ihr fahrt, ihr könnt dieses Teil niemals verlieren. So, wichtig war, ich hatte hier vorne hatte ich eine Kreuzschlitzschraube rausgedreht, die gefällt mir überhaupt nicht. Da kommt jetzt quasi eine Original-Sphera-Bundschraube rein. Ne? Die hält das Teil hier vorne fest. So, zieht man sich das hier ein bisschen ran. So. Bisschen anknarren hier. Ist er fest oder lose? Da habe ich ja meine Probleme mit, ne? Da wisst ihr mittlerweile, aber das sieht aus wie fest. Ja, das sieht aus wie fest. So, jetzt müssen wir es auf der anderen Seite auch noch in die Verkleidung einhängen. Ne? Hier sieht man das schön mit der zweiten Kamera. Ne? Hier sind quasi diese Stifte
die das hier halten, in die Verkleidung. Die können wir uns jetzt hier, obwohl, ja, ich weiß nicht, dass hier noch das funktioniert, zerstörungsfrei. Ja, wenn ihr das einmal gemacht habt, dann wisst ihr auch, wo ihr dran seid. Wichtig ist immer, dass man einmal weiß, wie man es macht. Und das, denke ich, hat das Video jetzt, obwohl es eigentlich um was ganz anderes ging, auch mal gut erklärt. Das finde ich natürlich immer klasse. Ja, guter Spaltmaß, ne? Das ist jetzt hier eher so Kalaschnikow statt Mercedes-Benz. Oh, jetzt habe ich einen Markennamen gesagt. Das tut mir natürlich leid. Oder BMW oder Audi oder was denn auch immer. Und das kriegt ihr natürlich so in Perfektion nicht mehr hin. Aber wir sind jetzt hier durch. Ich weiß jetzt nicht, warum ich den Tankdeckel aufgemacht habe. Wahrscheinlich, damit ich lustiger drauf bin, weil es riecht hier stark nach Sprit. Trägt zur Stimmung bei. Ich weiß aber gar nicht, wo er ist. Hier drin? Weiß ich nicht. Egal. Wir kippen uns jetzt den Sprit, den wir in dem Kanister haben, wieder hier rein. Das können wir jetzt eigentlich direkt mal machen. Den Kanister habe ich rausgestellt. Kanister habe ich aus der Garage rausgestellt. Mit der Handy stinkt da auch noch ein bisschen Sprit drauf. Und dafür muss ich jetzt die Kameras nicht ausmachen hier. Wieder anmachen. Dann drehen wir uns das Rüstelchen hier drauf. So, so. Kit dabei. Und dann am besten noch Kippe an, ne? Natürlich nicht. Dann können wir auch direkt sehen, ob es dicht ist, ne? Ich wollte noch ein bisschen Sprit in meinen Roller tun, während Sven denn nicht guckt. Habe ich jetzt nicht geschafft, sie war die ganze Zeit dabei. Verdammt. Verdammt. Ja, muss ich wohl selber tanken und selber bezahlen. Leise googelt der Sprit. Wie lange dauert denn das? Es war doch mehr als gedacht. Also diese Pumpe, da hatten wir uns dann eben auch noch mal kurz drüber unterhalten. Die hat natürlich einen Durchfluss, das ist wirklich der Wahnsinn. Welche Kamera sieht das besser hier hinten? Das ist natürlich der Wahnsinn. Und deswegen war der Tank in 0, nix einfach leer. Und ich habe mich schon gewundert, warum kommt da nichts mehr. Aber diese Pumpe hat einen so dicken Schlauch-Innendurchmesser, das merkst du überhaupt nicht. Ne? Und der Tank ist ja winzig hier. Wenn du so einen LKW-Tank damit leer pumpst, klar. Ja, das dauert dann seine Zeit. Aber hier so ein Rollertank, der ist dann halt innerhalb von 5 bis 10 Sekunden ist der leer. Da kannst du noch unten vom Tankboden ein bisschen Rest irgendwie aufkratzen, beziehungsweise aufsaugen. Kratzen ist bei Sprit immer schwierig. Mehr als dreimal abschütteln. Alle Männer aber wissen, was ich meine. Ich sag's jetzt hier aber nicht. Oh ne, da kommt noch ein bisschen was. Stellen wir uns wieder raus in die frische Luft, damit er da weiter stinken kann. So. Jetzt würde ich gerne wissen, wo der Tankdeckel ist. Hier ist hier. Ich hätte einfach auf die andere Seite gehen müssen. Tankdeckel zu. So, gucken, dass der Schlüssel nicht hier drin liegt. Wenn ihr nur einen Schlüssel habt, ne, dann guckt bitte, dass ihr den Schlüssel nicht in euer Helmfach tut und dann hier zudrückt. Habe ich geschafft bei meiner GSX. Kein Witz. Ja? Nee, das war anders. Da habe ich den Zug nicht eingehängt, den Bautenzug. Das heißt, du konntest am Schloss was machen, aber es passierte nicht. Deswegen guck doch mal rein. Hier ist jetzt leer. Ne? So soll das aussehen. Nach dem Arbeiten hier. So. Deckelsche zu. Und jetzt, wenn ich hier trete, passiert Folgendes. Die Bühne geht runter. Muss eh runter. So, und jetzt holen wir die Sphäre von der Bühne und machen mal eine Probefahrt. Und gucken, was passiert. So, der Gulli hat jetzt einen Pulli an. Beim T-Shirt draußen fahren ist auch ein bisschen kalt. Ich habe gemerkt, es fühlt sich so an, als könnte man nicht ganz Vollgas geben. Der Motor dreht super seidenweich, Fahrwerk ist top, der Reifen ist nicht platt. Ich hatte schon mal im Sphera Heizer Forum, was ich den Leuten nur empfehlen kann und ans Herz legen kann, die eine Sphera haben. Da sind wirklich Leute dabei, die kennen die Sphera bis auf die kleinste Schraube und können eigentlich fast jedes Problem lösen. Hatte ich nochmal gepostet mit den Problemen, das werde ich auch gleich nochmal machen nach der Probefahrt hier. Das heißt, der Benzinhahn hat uns jetzt leider hier nicht das Problem beseitigt. Aber da ich jetzt nochmal Probe gefahren bin, gehe ich einfach davon aus, dass es auf jeden Fall ein Gaszugproblem ist. Ja, es ist so, als würde ich bei meiner Sphera irgendwie ja, so Halbgas geben oder so. Ja, dann komme ich auch auf die 30, 35, aber er zieht halt nicht durch. Der Motor dreht bis zu einer gewissen Drehzahl und hört dann einfach auf. Ja, das liegt weder an der Variomatik, weil der Durchzug von 0 auf diese 30 km/h ist wirklich super. Aber ich komme einfach nicht weiter. Ja. Und deswegen denke ich, dass es irgendeine Gaszuggeschichte ist oder die Nadel hängt falsch. Wir müssen uns die
dieses Clip, da ist ja so ein Clip an der Nadel, müssen wir jetzt mal gucken, wo die Nadel im Vergaser hängt. Ich mache auf jeden Fall nochmal ein Video dazu, weil ich da ohnehin dann nochmal ran muss. Ich muss Sven jetzt leider dann wieder mit 35 Max nach Hause schicken. Tut mir mega leid, aber ich habe es heute nicht gelöst bekommen. Aber seid euch sicher, das kriegen wir irgendwann hin. Und dann gibt es dazu ein Video und auch eine Fehlerbeschreibung. Und dann wisst ihr, warum der Roller halt nur seine 35 gelaufen ist. Und ja, das sehen wir dann in irgendeiner Folge von Betreute Schrauben. In diesem Sinne verabschiede ich mich von euch und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.